So, da bin ich wieder nach einem kleinen Cut. Zwischenzeitlich ist Rufen. Warte, war das noch in der Aufnahme? Weiß ich gar nicht. Ist Rufen dazu gekommen? Nee, ne? und Herbert will jetzt irgendwas richtig Heftiges, Spektakuläres machen. Deswegen gehen wir mal direkt zu ihm. Vorher muss ich mal ganz kurz nochmal hier ein bisschen das Erntefeld. Das Feld ernten, wollte ich sagen. Jetzt kommen wir wieder auf. Ja, ja, klar. Oh. Das hatten wir lange nicht mehr hier. So. Rufen, weißt du, was ganz toll ist? Ich habe nach wirklich vielen. Alter, das läuft so lahmarschig, wenn ich Multicorn nicht einmal, ich muss das anmachen. Ich habe nach vielen Folgen rumprobieren und sowas, habe ich jetzt geschafft, diese komischen Blumen zu erstellen, die dieses lila Biom entfernen und es funktioniert. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch und das Tolle ist, ich dachte erst, man muss die Blumen auch immer stehen lassen, sozusagen. Aber ich kann immer eine setzen und dann wird alles sozusagen normal und dann kann ich sie wieder woanders hinsetzen. Das heißt, ich habe auch gar nicht so einen großen Aufwand. Das dauert halt einfach ein bisschen länger, aber das ist halt ganz cool. Das heißt, dass ich irgendwann dieses schreckliche Leerbiom wenigstens ein bisschen zurücktreibe, dass nicht so bedrohlich nah an meiner Bude ist. Herbert, ich komme gleich. Ganz kurz nochmal den ganzen Schmist hier wegschmeißen, so. Das auch, ja. So, das ganze Gemüse kurz hier. Kurz was, warte. So, bist du bei dir, ja, ne? Ja, warte kurz, ich hol mir kurz ein bisschen Elemente noch. Jetzt bin ich wieder bei mir. Warte mal, gucken wir mal, ob wir dich irgendwo sehen. Wo bist du? Ah, da. Ja, komm mal, ja genau, komm mal ins Haus. Ja. Hast du schon, warte? Hab hier unten ein bisschen weiter gemacht. Oh ja, oh, ist ja richtig, was ist das denn hier? Essential das Mirror? Das sind Essential Mirror. Und zwar, komm mal mit. Sind das diese Dinge. sind das so eine Dinge, wo man sich zurückteleportieren kann, die es auch bei Terraria gibt? Nee, es sind nicht so die Dinge. Ich glaube, sowas gibt es nämlich sondern, auch. Oh, das kenne ich ja noch gar nicht hier mit dem Weg. Naja, deswegen ja. Ach du Scheiße. Was ist das denn hier? Sondern. Alter, was ist das? Die sind hier, da habe ich noch einen angebracht. In den jeweiligen Bäumen. Dann kann ich nämlich die Essenzen im Keller stehen lassen. Da saugt sich durch die Spiegel durch. Sonst hätte ich die einfach hier daneben stellen müssen, dann hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Und was ist das jetzt hier? Das ist die Infusion. Ach so. Ich lege ein Ding in die Mitte. Ja. Muss Sachen außen rumlegen, die vorgegeben sind. Und diese Mixed Crystal Cluster sind nur zur Stabilisierung da gedacht, weil manche Infusionen können explodieren oder sind sehr instabil. Mhm. Dann können irgendwelche Teile explodieren, dann muss man die neu auflegen und so. Ist ja verrückt. Und. Ja. Das ist nicht alles ja, genau. Kannst aber, hast du einen Angel Ring? Nee, ich gucke immer hier. Warte, ich gebe mal einen Angel Ring. Dann kannst du mal von oben gucken, weil das wird dann. Warte, muss man den ich einfach im Inventar direkt haben, ne? Ja. Ja, genau. So, warte, machen wir ein bisschen. Warte, ein bisschen epische Musik. Warte. Jetzt zieht er sich die Sachen erstmal, die Essenzen rein. Das passt. Warte, darf ich mich mal kurz fragen, okay? Ja, mach. So. Ein paar Cinematics hier. Kommt von dem einen Spiegel, weil das andere zu weit weg steht. Nicht daran kommen, ja. Oh, das ist runtergefallen. Sieht aber schon ganz schön geil aus. Instabil. Was wollen wir denn jetzt machen? Also ne, wir warten noch auf Jona, wie gesagt, und dann können wir schon irgendwas, weiß ich nicht. Hoch. Ich will Herbert erstmal hier ganz kurz zu gucken. Musik gerade. Passt eigentlich nicht wirklich, aber es. Ist runtergefallen oder wird es eingesaugt? Nein, es wird eingesaugt. Jetzt guck mal auf die einzelnen Teile, die werden jetzt eingesaugt. Hä? Also wirklich, also dieses Faunkraft-Mod ist echt krass. Aber das ist auch alles so wirklich so richtig hochwertig. Also jetzt so noch richtig die letzte Order-Shard. Dann habe ich einen neuen Fokus und jetzt pass auf. Ich dachte einfach noch Bumm oder so. Mich ja gefreut, dass jetzt irgendwas passiert, ne? Jetzt habe ich einen neuen Fokus, Konrad. Wo bist du? Ja. Jetzt, du siehst ja diesen Erdblock hier, ne? Auf dem ich stehe. Ja, ja. Versuche ich mal abzubauen. Warte. Was ist das denn für eine geile Animation? Hä? Ich kann mit diesem Stab oder mit diesem Aufsatz, kann ich Blöcke einfach, warden. Den kann hier niemand abbauen. Was, ey? Ohne Witz, ist das krass. Okay, das müsste ich auf meine Blackhole-Chest machen. ja, genau. So okay, sehr heftig. Also ich muss sagen, das ist wirklich, ne, ich habe jetzt auch gestern in der Prior-Aufnahme gab es irgendwelche komischen Strukturen, also irgendwelche Tempel da, die generiert wurden. Die waren so scheiße generiert, also wirklich so schlecht programmiert.
Also wirklich unglaublich. Und Foamcraft ist so wirklich auch mit den ganzen Animationen und Sounds. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Ist echt, also wirklich. Kann man wirklich nicht oft genug sagen. Es gibt noch ein und so komplex Aufsatz, damit kann man sich ein Loch in einer Wand machen, zum Beispiel. Das heißt Portable Hole, das bleibt dann für eine kurze Zeit. Ah ja, dankeschön. Okay. Warte, wir spielen nur auf 32 Minuten. Jona ist übrigens wieder da. Ja, ja, genau. Jona, da rufen wir jetzt da. Also würde ich jetzt, glaube ich, gerne ein bisschen Stotter-Games machen. Ruben war da? Ja, der ist da, hoffe ich, dass er noch da ist. Nee, der hat sich vergessen. Okay. Ach, okay, der ist da? Ja! Ja! So, ich habe gar nicht auf Discord geguckt. Ja, nee. Aber irgendwie ist mein Internet gerade schlecht. Ich merke gerade, ich baue Blöcke ab. Bin ich auf dem Server bei euch? Ja. Oh, ich liebe diese Theory Blues. Können wir jetzt mal... Ja. Ich möchte sofort Minecraft starten, weil das Jahre dauert. Ja, ich stelle mich jetzt hier hin und sag Tschüssikowski, das war heute eine sehr Kurzaufnahme. Dafür gibt es dann irgendwann wieder Stotter Games. Ja, ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Dafür war sie cool. Ciao. Ja, ciao. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Live in the Woods After Humans oder wie auch immer mit Herbst 02 und Co. Und, es gab tatsächlich die letzten Tage Pause. Man glaubt es gar nicht. Nachdem, man könnte beinahe sagen, Monaten jeden Tag eine Folge kam. Was ja aber absolut... Was ist das für Musik hier gerade? Herbert ist übrigens für alles verantwortlich, was heute an Musik kommt. Ja genau, wie gesagt, letzten Tage, Monate kam ja jeden Tag eine Folge, aber das ist ja eigentlich überhaupt nicht unser Standard. Das hat sich halt so ergeben. Und heute, warte mal, heute ist der 20. Dezember und wenn ich schnell bin, dann kommt die Folge sogar schon morgen raus, also am 21. Nee, heute nicht mehr. Es ist ja, ihr müsst ja dann hier in 2 Stunden schon rauskommen. Warte, bevor ich hier irgendwas mache, werde ich mal meine Blume hier umstellen. Hä, was sind das jetzt nur Weihnachtslieder oder auch irgendwas anderes? Nee, also es ist alles Mögliche von Mario Verehrer wieder. Okay, weil aber diesmal nicht nur die Medley, sondern auch alles Mögliche. Ja. Bisschen kleiner Verehrer jetzt, oder, von dem Typen? Ja, ich hab ja, wie gesagt, schon länger im Blick, kann man so sagen. Ja, aua. Aber aua. Hören jetzt sozusagen wieder aktiv. Ja. Ist ja fast eine Idee, dass man so ein bisschen Weihnachtslieder jetzt hört, oder? Wollen wir das machen? Ja, also das sind jetzt, ich glaube, die nächsten 2 sind jetzt Weihnachtslieder. Ja, dann lassen wir das erstmal los. Der Rest ist halt so generell ein bisschen Klavierzeug. Ich glaube, dann würde ich danach gerne mal einfach so Just for Fun auf Weihnachtslieder umswitchen. Ja, mach das. Aber das können wir jetzt auch ruhig mal laufen lassen. Ich gucke mal, ob Jona schon irgendwas, nur mal so aus Interesse, ob der bei dem Bahnhof irgendwas weitergemacht hat. Ich weiß nicht. Oh, ich weiß, was ich mache. Wahrscheinlich ist wieder alles unsichtbar hier, ja, und traumhaft. Ich glaube, hier hat sich noch ein bisschen was entwickelt. Können wir mal ganz kurz... Wo hab ich denn schon? Wo war das hier, ne? Ah ja. Oh, hier ist ein Loch im Boden. Geht die Treppe hier unten weiter? Ah, nee, es hat sich, glaube ich, nichts weiter getan. Oh, stimmt, hier ging ja das, genau. Okay, nee, es hat sich nichts getan. Gut, alles klar. Haus, genau. Ich weiß gar nicht, was habe ich überhaupt letzte Folge gemacht? Gott, ich habe ganz viele Aufsätze geworden. Ich glaube auch noch einen, den du noch gar nicht kennst. Ich guck mal ganz kurz, was ich letzte... Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Das ist wieder natürlich ein bisschen her bei uns. 2 Wochen wahrscheinlich. Genau, wir haben das letzte Mal aufgenommen... Am Samstag vor dem 2. Advent, glaube ich. Warte mal, Verschlimmbesserungen. Aha, mir fällt gerade ein, dass diese Folge, die gerade jetzt hier läuft, da. Oh, Entschuldigung. Da sind 7 Minuten. Lol, hast du mich gerade geschlagen? Ja. Schon wieder nur 3 HP abgezogen bekommen. Das ist krass. Gibt's bei uns eigentlich auch diese extra Herzen? Nee, ne? Nee, doch, die gibt's, aber. Aber nicht in der Form. Ne? Necrotic Bones. Ja, genau, okay. Alter, kannst du mal bitte aufhören? Ja. Warte mal, was wollte ich gerade gucken? Letzte... Also, wir haben ja keine Wissensklette irgendwie. Ja. Ja, das stimmt. Deswegen, das glaube ich, das einzige Problem. Aber sonst gibt's die ja. Ach, warte, ich wollte noch einen. Vielleicht zählt noch einen, oder? Jetzt weiß ich, was letztes Mal. Letztes Mal habe ich tatsächlich diese Blume aufgebaut. Und die letzte Aufnahme war nämlich sehr kurz. Möchtest du in dein Wohnzimmer gehen? Möchtest du da reingehen? Ja. Lass uns doch gehen. Hä? Warte mal, nicht jetzt weg. Okay. Ich schaffe einfach ein Loch für in eine kurze Zeit. Das, was du alles hast, Alter. Wie das ist. Und das kommt dann wieder. Ja, von alleine. Das ist ja heftig. Hoch und dann Keller gehen. Das ist ja krass. Aber das ist ja wirklich praktisch, ne? Kann man nichts gegen sagen.
Ich guck mal ganz kurz, warte, ich hab hier, muss hier ein Buch gucken. Oh, Creeper, ah! Also eigentlich habe ich ja keine Lust, Thorncraft zu machen, aber ich guck trotzdem mal ganz kurz, was ich denn machen könnte, mal so, welche Rezepte, das könnte ich ja auch halt zwischen den Aufnahmen mal alleine machen. Was ist denn das, was du da jetzt, das ist bei den, hier, die, ne? Aufsätze. Würde ich dir generell empfehlen, Aufsätze zu machen. Wo sind die überhaupt? Bei Taumaturgy. Taumaturgy. Du hast, glaube ich, einen Focus Pouch auch schon gemacht. Warte. Focus Pouch. Weiß, halt, mal irgendwann. Sind die ganzen One Caps? Wanfuki? Genau, Fuki sind das. Das sind die Fuki. Genau, das habe ich halt, aber ich habe nur den Standard gemacht, aber den Rest halt noch überhaupt nicht. Blaze gibt die ganzen One Course. Damit habe ich mich halt überhaupt noch nicht beschäftigt. Und das ist halt Infusion. Du warst bei einer schon mal dabei, ne? Bei einer einzigen, glaube ich, warst du schon. Ja, dabei. Ja, genau. Das habe ich schon mal gesehen. Hast du jetzt eigentlich mit den Notes schon irgendwas gemacht, dass du die eingefangen hast oder sowas? Nee. Okay. Werde ich aber dann wahrscheinlich bald machen. Ich werde mir jetzt ein bisschen Zaubershop machen. Ja. Weil, ja. Hä, warum? Ja, ich überlege halt, ob ich hier oben, ob ich das auch mache wie bei dir. Wie viele Elemente gibt es denn eigentlich? Weißt du, hast du das im Kopf? Nee. Weil wir haben doch auch erst diese normalen. Kannst du aber, ne, nachgucken unter Basic Information und Aspects of Magic. Im Buch Zeit steht hier nicht. Ach, warte mal. Ich guck mal. 6 Primal Dings, Primal Aspects. Ist gerade Star Wars, ne? Ja. Das ist das, was wir gestern runtergeladen haben. Ja. Und. Ach, krass, ich habe es mir noch nie so genau. Ach, ich stehe ja sogar drin, wie man die macht, ne? Ja, ja, ich stehe alles drin. Steht das davon aus? Das sind das 4 pro eine Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da sieht man sogar, wo man die her, wo ich die herbekommen habe. Das ist ja cool. 12 mal 4, 60. Nee, 48. Wir haben 48 jetzt, Aspekte. Wir haben jetzt ja aber eigentlich nur die erforscht, die so standardmäßig sind, oder? Es gibt ja noch so richtig heftige der dunklen Magie und sowas. Ja, ja, ich glaube, es gibt noch dunkle, aber die im Buch sind gerade auch nur die Standard, also die wir alle haben gerade im Moment. Okay, weil ich überlege halt, ob ich mir sowas baue wie bei dir, mit, dass man die Elemente alle so in diesem Glas hat. Das ist cool, hat. Ja. Also wenn du sagst... Du kannst auch so eine mehr oder weniger so eine, ja, so eine Arena, also so Art Kolosseum, also so Art, das in der Mitte sozusagen so ein Infusionstable ist, wie bei mir halt außen. Mhm. Und drumherum stellst du die ganzen Jars auf und so. In okay. So Tribünen. Das gibt's nämlich auch, das habe ich nämlich auch gesehen. Das ist dann sozusagen auch recht schnicke aus. Also ist auch in so einem großen Keller gemacht worden und dann halt steht in der Mitte dieser Tisch halt. Mhm. Und drumherum in so Tribünen die ganzen Jars mit dem ganzen Zeug. Und ich glaube, da sind auch so Leitungen oben drüber, die kann man sich halt auch total machen, die dann sozusagen direkt, wenn du irgendwas reinschmeißt in den Chemical Furnace, dass das direkt da sozusagen reinpumpt. Okay. Ja, muss ich das, glaube ich, werde ich aber auch irgendwann erst später machen, weil mir ist noch. Im Moment ist das ganz cool, mit den Sachen sozusagen per Hand abzufüllen. Okay, ja, da muss ich mal gucken. Also ich habe halt hier bei mir, ich würde das halt gerne möglichst hier oben machen. Und ich habe halt hier nicht wirklich viel Platz. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht so mit einzelnen Gängen mache, dass das alles so sehr eng wirkt. Das hat dann vielleicht auch so einen coolen Charakter. Aber na, hier bei mir oben möglichst. Das wäre halt ganz cool. Die ganzen Jars. Ja, das wird halt nur nicht passen, ne? Nee. Warte mal. Ich mach mal ganz willst du, also ich, willst du auch einen eigenen Infusionstable machen, oder? Keine Ahnung, ich wahrscheinlich... Also ich würde dir empfehlen, einfach noch ein neues Haus zu bauen, also... Weiß ich nicht. Keine Ahnung, so ein kleines Haus wie bei mir, ne? Sozusagen. Ja. Dass du einfach so, jetzt, so in Richtung Lila Biom einfach ein Haus baust. Ja. Ich habe übrigens mal die Musikmacht übernommen. Fängt natürlich direkt super an. Ich komme einfach mal zu dir und guck mal, was ich sozusagen bräuchte an Platz. Weil eigentlich ich muss zugeben, ich habe keine Lust, noch ein weiteres Haus zu bauen, weil ich habe ja ein sehr großes Haus. Ich müsste eigentlich den Platz dann nur nutzen. Ja, du müsstest halt einfach wirklich. Hallo? Ja, Schild? Gut, aber das passt halt irgendwie nicht rein hier. Es ist. Sagen wir es halt dieses Mystische, gerade die Infusion sollte man, glaube ich, irgendwie in einem Keller oder in einem Wald irgendwie groß machen. Aber das ist im Wald, wäre vielleicht, dass ich im Wald sowas baue? Vielleicht nicht. Ja. Mir fällt übrigens halt auf, dass die Schilder gar nicht mehr gehen, also gar nicht. Die kann ich nicht mal mehr anklicken. Ja, habe ich auch gerade eben gemerkt. Ich dachte gerade so, hä, mache ich das falsch mit dem Anklicken? Komisch. Warte, das, was oben war, glaube ich, war das, was am dichtesten dran war, glaube ich, so habe ich das immer gemacht. Kann sein. Das hat, glaube ich, sogar mal wieder System. So, warte mal, was soll ich jetzt machen? So, Herbst nur 2. Würde ich die Caps machen? Zack. Golemancy gibt's ja auch noch. Also Golem kannst du ja auch machen. Aber die ist alles da. Cool. Ja, stimmt, das wollte ich sowieso mal machen. Warte, ich gucke jetzt mal ganz kurz bei dir im Haus. Du bist ja schon wieder... Ach, du bist ein Zombie, ey.
relativ weit, was es so gibt. Achso, das hier hinten, dieses Ding hier, ne? Ja, genau. So ungefähr in der Größe solltest du es auch haben, weil nachher... Ich glaube, das ist... es könnte die perfekte Größe sein. Also auch mit den Tischen... Das sieht so krass aus, ey. Wirklich. Sollte es eigentlich reichen. Ich glaube, am liebsten würde ich dann tatsächlich irgendwas im Wald machen, weil das halt so, ne, so ganz gut passt. Ja, okay, hier ist so das stimmt. Nichts. Du kannst halt auch, wie bei mir halt zu sagen, dann halt so einen Keller machen und dann diese Essentia Mirrors, die du einfach im Keller irgendwo aufhängst und dann einfach noch an irgendeinem Baum neben deinem Table. Mhm. Guck mal hier, diese Dinger, ne? Mhm. Die ziehen sozusagen aus den ganzen Bottlen, ziehen die das da durch und dann direkt zum Table hin. Du kannst sozusagen einen schicken Keller machen mit den ganzen Sachen. Ja. Und das Ding halt sozusagen im Wald so cool aufstellen oder. Ach, das geht. Okay, also es muss nicht nebeneinander stehen. An irgendeinem Baum den Spiegel ranhängen und im Keller den Spiegel ranhängen. Ja. Läuft das. Ist ja krank. Okay. Das ist, glaube ich, jetzt sowas, was ich hier noch gar nicht habe, glaube ich. Ach, doch, eigentlich schon. Ach, stimmt, du hast ja auch immer dreimal gemacht, ne? Stimmt, deswegen ist das so viel Platz. Ja, das ist Vorrat, sozusagen, mehr oder weniger. Ja, gut, das würde ich. Weißt du, ob man die Jars noch vergrößern kann? Nee, die passt nur 64 rein. Also, okay. Also, soweit ich weiß, ich kann auch mal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Ah, gut, ich meine, warum sollte man mehr als 64 haben? Es gibt Void Jars, ich glaube, da ist so, dass die. Ja, wie ein Mülleimer wahrscheinlich, ne? Dass das dann einfach nur weg ist. Ja. Das Zeug, was du da reinfüllst. Ich kann ja mal gucken, ob wenn man jetzt mal so. Even when full, they are still able to accept Essentia, but the Essentia. Brain in a jar ist Essentia is simple lost. Ah, also, wenn die voll sind, geht der Rest, der reingepumpt wird, verschwindet einfach. Die sind recht praktisch. Die Void Jars, meinst du? Ja. Ja, auch nicht schlecht. Die halten auch 64, aber wenn die voll sind, ist dann geht alles weg. Oh Gott, das wäre jetzt ein Projekt. Also ich gehe mal ganz kurz bei mir gucken in dem Wald, weil es würde sich ja anbieten. Vielleicht mache ich das auch so, dass ich das lila Biom vielleicht sogar, das würde ja sogar passen, dass ich es erst vertreibe und es dann für mich nutze, für Thaumcraft. Ja, das hätte ich auch gedacht. Das so, hätte dann auch so eine gewisse Trivia. Das wäre fast wieder cool. Ah ja, jetzt weiß ich wieder. Ich möchte nämlich die Hole of Growth machen. Und zwar, was ist das jetzt? Artefakt, ne? Das ist sagen kein Zauberstab, aber doch mehr so ein Zauberstab, der sozusagen wie Bone Meal wirkt. Okay. Sehr praktisch. Das Labium ist halt ziemlich groß, also bis das weg ist, dauert das ein bisschen. Aber der Wald würde sich halt schon anbieten. Ich will mich aber natürlich auch andererseits nicht mit Ruhm jetzt hier irgendwie verqueren. Ist hier auch ein Jar? Ach nee, das ist mir blöd. Jetzt kommen wieder diese obereckigen Spinnen hier an. Was brauche ich dafür? Ich muss die Blumen einfach öfter umsetzen, glaube ich. Das ist das ganze Geheimnis. Okay. Was ist denn jetzt hier? Weg damit. Also ich überlege, ob ich mein Dach... Aber es wird nicht hinpassen. Und doch eine Kelleretage... Könnte man... Die Keller sind halt schon ziemlich krass, ne? Das könnte man theoretisch machen. Also ich habe, man muss ja, wenn man sich das mir mal so anguckt, ich habe hier unten in der ersten Kelleretage, habe ich ja noch eine ganze Ecke komplett frei. Also ich kann die ja auch nutzen. Ah, ich meine, hier unten sind dann die ganzen Regale und so. Und das soll auch so bleiben. Ich will auch eigentlich nicht noch eine Kelleretage. Abgesehen davon, dass ja auch das Lagersystem ist, denn... Nee, das ist schon in Ordnung. Ich bin mal gespannt, was für Musik so kommt. Ist natürlich jetzt eher so eine Musik, ne? Also jetzt keine in der Weihnachtsbäckerei. Das wird wahrscheinlich eher nicht kommen. Wir lassen es erstmal laufen. Wenn ich jetzt hier so relativ enge Regale mache. Oh, wir hatten. Oh. Wir haben heute Klassenfrühstück gehabt und. Lass du zählen. Unsere Klassenlehrerin macht es immer so, dass wir ja so in Grüppchen sagen, so ein kleines. Eine kleine Show oder ein Spielchen vorbereiten und sonst was. Und letztes Jahr hatten wir schon eine Gruppe, die Karaoke gemacht hatte. Geil. Und das war dieses Jahr auch. Und da kam dieses Lied auch. Deswegen habe ich gerade so gedacht, den Text hast du gerade gehört.